Jetzt sollen belastbare Bodenproben her an der Schießanlage in Miltenberg-Mainbulau. Der Besitzer der Anlage, der Bayerische Jagdverband BJV in Miltenberg, will seinen Schießstand erweitern. Dagegen regt sich aber seit längerem Widerstand. Zuerst befürchteten Gegner vor allem mehr Lärm durch höhere Schusszahlen. Aktuell geht es um Blei. Bleimunition, die angeblich bei einer Ortsbesichtigung vom Himmel geregnet ist und die den Boden an der Schießanlage zu stark belaste, so der Bund Naturschutz. Der BJV hat deshalb eine Fachfirma damit beauftragt, an 8 verschiedenen Standorten Bodenproben zu entnehmen. Außerdem wurden die Gegner der Schießanlage eingeladen, bei der Probenentnahme dabei zu sein. Das ist sicherlich ein erster kleiner Beitrag zu mehr Transparenz. Aber was mich ein bisschen verwundert, ist, dass hier der Bayerische Jagdverband das Ganze in Auftrag gegeben hat und auch bezahlt. Auch wenn es vielleicht üblich ist, dass es der Bayerische Jagdverband normalerweise bezahlt. Aber hier, wir haben ja eine brisante Situation, um allen Spekulationen entgegenzutreten, wäre es sinnvoller und objektiver gewesen, wenn das Ganze das Landratsamt in die Hand genommen hätte. Der BJV will Transparenz schaffen und den Naturschützern ihre Befürchtungen nehmen. Die Stellungnahme der Naturschutzbehörde über mehr als 4 Jahrzehnte hinweg, ja, hat immer wieder bestätigt, unisono von Anfang bis heute, dass keinerlei Bedenken bestehen, naturschutzrechtlicher Art, gegen den Betrieb dieser Anlage. Ganz so einfach ist es aber nicht. Als Possenspiel bezeichnen Kritiker die Aktion. Der BJV hätte sich die Standorte für die Bohrungen im Vorfeld bestimmt selbst ausgesucht und sie gesäubert. Vorwürfe, für die es zumindest vor Ort keine Belege gibt. Der BJV hat die Aktion zwar bezahlt, ausführendes Organ ist aber eine unabhängige Fachfirma samt Gutachter. Um diese Diskussion gar nicht erst weiter hochkochen zu lassen, war auch das Wasserwirtschaftsamt in Mainbulau und hat zum Vergleich eigene Proben genommen. Da kann man doch dann schon mal sehen, inwieweit denn die Ergebnisse übereinstimmen oder ob Differenzen auftreten. Zum Hintergrund, die Schießanlage Mainbulau liegt mitten im Naturpark Odenwald. Die Anlage gibt es aber schon länger als den Naturpark. Sie ist dementsprechend in der jetzigen Form genehmigt worden. Es ist natürlich so, dass diese Untersuchungen hier am Schießstand vom Wasserwirtschaftsamt bereits seit 1971 begleitet werden. Der BJV Miltenberg hat schon immer bayerische Umweltpolitik 1:1 umgesetzt. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Um die Anlage zu erweitern, muss aber eine Ausnahmeregelung her, eine sogenannte Befreiung von der Naturparkverordnung. Genau das hat der BJV beantragt und genau das hat die Gegner in den letzten Monaten auf den Plan gebracht. Nicht nur Lärm und Blei sind Streitpunkte, auch das Verhältnis von Jägern zu Sportschützen, die die Anlage nutzen, sorgt für Diskussionen. Deutlich mehr Jäger nutzen die Anlage, sagt der BJV. Laut der Gegenseite sind die genauen Verhältnisse aber unklar. Ein wichtiger Punkt für eine Genehmigung oder Nichtgenehmigung ist die Frage, wer jetzt hauptsächlich hier diese Anlage benutzt. Sind es hauptsächlich Jäger oder Sportschützen? Hier geht aus der Antwort des Ministeriums noch nicht eindeutig hervor, ob jetzt Sportschützen oder Jäger überwiegen. Ich darf ja bei der Nutzung gar nicht unterscheiden nach Jäger und Sportschütze. Und es kommt nochmal erschwerend hinzu, dass sie eine Unterscheidung zwischen Jäger und Sportschütze in der Praxis gar nicht treffen können, da viele Jäger gleichzeitig auch Sportschützen sind. Vielleicht bringen die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen etwas Ruhe und weitere Fakten in den Schießanlagenstreit. Gerüchte gibt es derzeit noch zu viele. Das heißeste, der Naturschutzbeirat im Landratsamt habe schon längst entschieden, ob die Schießanlage erweitert werden soll oder nicht, das aber nur noch nicht öffentlich gemacht. Der BJV jedenfalls weiß hiervon aber noch nichts.